Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben uns für ein Jahr Auszeit entschieden und aktuell sind wir mit unserem Wohnmobil in Italien unterwegs. So, Freunde der Sommerbühne, jetzt haben wir euch ein Video versprochen jede Woche. Jetzt müssen wir unser Versprechen auch halten. Es gibt nicht so viel Content diese Woche. Trotzdem müssen wir uns ja was einfallen lassen. Und da haben wir uns gedacht, zeigen wir euch mal ein bisschen unseren Stellplatz. Wir sind seit einer Woche ungefähr hier und fühlen uns relativ wohl. Ne, der ist wirklich schön und den kann man auch mal wirklich weiterempfehlen und zeigen. Ich laufe mal kurz zu den Kindern rum, damit man mal einen Einblick hat, was die so den ganzen Tag machen. Ne? Annalena, was machst du hier den ganzen Tag? Ich chatte mit meinen Freunden. Na, das ist ja gut. Aber wir machen natürlich auch Schule, so ist es nicht. Und Henry ist gerade auf der Action-Schaukel. Und ich schaukel. Und er schaukelt. Ja. Und wie der Campingplatz jetzt genau aussieht und was der kostet, ob hier Sanitärbereiche sind, ob hier ein Strand ist, das zeigen wir euch jetzt. Wir sind auf dem Campingplatz Serrano Agricamping. Das ist einer von drei nebeneinander liegenden Campingplätzen direkt an der Küste. Es gibt eine freie Platzwahl und die Preise sind 12 Euro für den Stellplatz und 4 Euro für die Electricity. Das sind die Duschen. Die werden täglich mehrmals gereinigt, kosten 50 Cent pro Einheit. Es gibt eine Wasserstoppfunktion. Zum Hübschmachen gibt es sogar auch einen Ort draußen und im freien Himmel. Jetzt kommen wir zum sogenannten Toilettenmarktplatz. Die Toiletten werden mehrmals täglich gereinigt. Sie sind auch einfach gehalten, aber sauber. Es gibt außen Plätze zum Spülen mit kaltem Wasser. Und eine Wohnmobil-Service-Station. Der Stellplatz liegt am Mariami-Strand. Dem sogenannten Reiskornstrand nahe Putsuidu. Mehrmals in der Woche kommen Männer mit Kleinfahrzeugen und bieten ihre Waren an, zum Beispiel Käse und Wein. Pecorino-Käse. Sehr viel Algenbildung dieses Jahr. Leider, aber es hat beim Baden ehrlich gesagt gar nicht gestört. Hier seht ihr einen der beiden Zugänge vom Stellplatz zum Strand. Der Platz liegt genau am Strand und hat uns wirklich sehr gut gefallen. Also es ist ein Geheimtipp und wer ein Wohnmobil hat, einen Wohnwagen hat, einen selbst ausgebauten Camper oder ein PKW, ist da immer willkommen. Freunde der Sommerbühne. Wir sind an der Ostküste gut angekommen und sind jetzt nahe Costa Rica untergebracht und haben hier auch einen traumhaften Strand, vor allem leichteres Wasser. Ja Leute, das war unser drittes Video. Wer möchte, schaltet nächste Woche wieder ein. Und vor allem... Und bleibt gesund!